So, willkommen zurück, ohne Umschweife, immer noch Patch 1.04, hat sich nichts getan in der 5-minütigen Pause, dass da jetzt irgendwie From Software schnell was nachgeschoben hätte, wo wir jetzt unbedingt noch was runterladen müssten. Wir sind in der Ehrenspitze, sind am letzten Bonfire in diesem Gebiet angekommen. Ich habe noch zwei, drei kleine Items in der Welt liegen lassen, aber da wir jetzt nun mal direkt vorm Boss stehen, würde ich einfach mal sagen, dass wir uns den jetzt auch irgendwie mal vorknüpfen, den Knilch. Ja. So viel drauf haben kann er ja nicht. Ja. Wir lassen uns hier mal so ganz locker leger fallen. Das kostet uns natürlich auch direkt fast das ganze Leben. So. Jetzt looten wir das hier noch weg. Hier haben wir noch einen Giftstein. So, wenn wir die jetzt ein bisschen geschickt pullen. Ja, es war mehr so ungeschickt. Ah, den haben wir schon. Ihr kennt ja Trick 17, ne? Doppelhändig und rein in die Schnauze. So, dann hätten wir die auch schon mal gelegt. Das heißt, im Prinzip können wir jetzt eigentlich direkt zum Boss-Room da durchmarschieren. Wollen wir aber noch nicht. Weil nämlich, ich werde den mit Koop-Hilfe machen. Weil ich finde ja nichts Verwerfliches daran wie ihr. jetzt fängt die Tante dahin schon an rumzudonnern. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber wollen wir uns erstmal hier diesen Ritterknilch. Ja, komm zu Papa. Uiuiuiui, so nicht. So nicht. Ah, schlag vor ihm zu. Danke. So. Einmal ein bisschen aufpasse, weil die hat's Faustding hinter den Ohren, die Tante. Weil die machen wir jetzt erstmal weg. So, da ist unsere Hilfe für das Level. So, die Mages hier noch wegpullen. Und die da auch noch wegmachen. So, weil dann haben wir den schon nämlich weg. Wenn wir aus dem Bossraum rauskommen und ich sag mal so, 14 Blitzsperre plus die Doppelkeulen, weil mit denen denke ich mal, werde ich auf jeden Fall erstmal anfangen, die Tante zu kitzeln. Also auf jeden Fall werde ich mal versuchen, sie auf jeden Fall erstmal mit den Doppelkeulen zu machen und zu gucken, wie sie staggert. Weil ich habe das noch nie probiert. Das ist für mich quasi eine Premiere jetzt. Ich nehme mir trotzdem Hilfe mit. So den Hofner Thomas, so dass ich also auf jeden Fall Ablenkung habe, dass er nicht nur mich fokussiert, sondern hier, dass der Thomas das Haus ein bisschen mitrockt, das wäre ganz praktisch. Und ich gucke einfach mal, dass ich es einfach hier mit diesen typischen Bewegungen, ne, halt irgendwie so bearbeite, dass er halt am Staggern ist. Und der macht halt den Pyrokram. Okay, schauen wir uns mal den Boss an. Wie gesagt, vorbereitend zum Bossroom haben wir diese Windmühlenräder angehalten, indem wir sie verbrannt haben. Dadurch pumpt sich kein Gift mehr in den Bossroom und damit ist der Kampf um einiges leichter. Okay, hab viel Spaß. Ui. Das Doof ist immer, dass Thomas immer ein bisschen braucht, bis er da ist. So, jetzt aber. Okay, staggern tut sie noch nicht. Doch, jetzt der ganze. Daneben. Uiuiui, bloß nicht verrecken jetzt hier. Na, wir trinken mal was. So, Thomas, komm, hol sie dir. So, jetzt machen wir mal hier. Also ihr seht, sie staggert tatsächlich bei dem Kram. Also eigentlich kann sie sich fast gar nicht bewegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, man kann sie echt mit den Keulen super easy einfach machen, sogar ganz alleine. Ich glaube, der Thomas, der hat mir gar nicht so super viel geholfen. Jo, war gar nicht mal so schlecht. Gloomhaut, verdammte Kacke, ja. Schon wieder mal ein Bossfight, vorbildlich weggehauen, ja. Okay, ich wechsle wieder auf die Keule und auf meinen Blitzspeer. Ihr könnt es natürlich auch als Caster hier machen, das ist natürlich auch kein Problem. Bevor wir jetzt hier komplett hochlatschen, und zwar ins Eisenschloss. Gehen wir hier nochmal zurück und gucken uns einfach nochmal so abschließend hier in der Irrenspitze rum. Weil das ein oder andere, wie gesagt, habe ich ja noch nicht gelootet. Und deswegen, das würde ich eigentlich noch ganz gerne nachholen. So, gucken wir mal.
Also einmal gab es hier einen Weg hier runter. Da war der Geheimgang, ne? Genau, okay. Hier sind wir nämlich hochgelatscht. Genau, da sind wir hochgekommen über diese Leiter. Ich gehe nochmal hier hinten rum. Ah ja, alles klar. Männchen, on the road. Den habe ich aus der Luft gepflückt, oder? Da angejumpt, der Vogel. Oha, dahin gibt es hier bombastische Stimmung. Ja. Ja, da muss man, eigentlich muss man ja da auch irgendwie anders hinkommen. Das heißt, wir klatschen die alte da mal weg. Wir klatschen den mal weg. So. Normalerweise werde ich jetzt mal tippen, was ich stehen hier machen kann, ne? Genau. Und dann gucken wir mal, welcher Weg uns wie hier hinführt. So, hier unten müsste auch noch was sein. Aber wenn ich da jetzt reinspringe, da will ich ja noch nicht hin. Okay, da. Das sieht auch extremst verdächtig aus, oder? Ich riskiere es mal so. Ich glaube, das ist einfach eine Gift, genau, eine Giftfalle. Okay, schnell weg. Ist halb so wild. Was war das? So, und zwar finden wir nochmal ein Pharos. Ja. Die Pharos-Dinger, die sind wirklich wichtig im Verlauf des Spiels, weil zwei, drei Sachen müssen wir damit machen. Jetzt haben wir halt mal wieder zwei Steine, das ist nicht schlecht. Es gibt ja sowieso noch einen optionalen Boss, den ich machen muss, damit ich mir den Sünderhügel noch freischalte. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Also heute aber nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal. Wo? Ui! Den Ritter ganz vergessen hier. Komm mal her. Junge, du kennst es ja, ne? Ich kann da jetzt nicht wirklich Rücksicht auf dich nehmen. Leute, echt hier, macht euch ein Stärke-Kleriker-Bild, ja, das ist einfach geil, das ist einfach geil, ja. Ja, genau, hier wollte ich lang, genau, da hinten ist noch ein Item und dahinter ist noch eine Kiste. So. Erstmal hier die Magierin mal ein bisschen weg. Ihr seht es ja auch, ne? Magier gegen Mage, ne? Gegen Kleriker, überhaupt keine Chance, würde ich mal sagen, ne? Okay, wir machen uns locker, flockig, geschmeidig. Das heißt, ich ziehe mal ein paar Klamotten aus. Genau, jetzt sind wir schön schnell. So, der Sprung ist ein bisschen tricky. Man muss wirklich hier drüben irgendwie draufkommen. Gucken wir mal. So, zack, bumm. So, aufnehmen. So, ein schimmernder Lebensstein. Aber das hier wollten wir noch erreichen, weil hier ist noch mal eine Kiste. So, und hier haben wir nämlich auch noch mal zwei, drei Sachen. Okay, jetzt nichts Überlebensnotwendiges, aber nur der Vollständigkeit halber, damit man weiß, dass man es gelootet hat. So, was schimmert da unten eigentlich? Das ist dieser eine Ritter, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Weil ich habe mich mal hier geirrt gehabt, ne? Ich habe da runtergeguckt und das liegt ja auch ein bisschen an der Grafikqualität von diesem Spiel. Ne? Und hab da alles runtergeschielt und denke mir so, wie komme ich denn nochmal an dieses Item? Ne? Und habe dann immer gesucht, gesucht und irgendwann war ich dann da drüben und ich so, ach, das ist der Ritter. Ja, den Sprung zurück muss ich eigentlich gar nicht machen, der sowieso etwas trickreicher ist, weil ich habe alles gefunden, was ich hier finden wollte. Das heißt, ich kann mir mein Casting-Tool hier wieder reinmachen. Moment, wo ist mein... Zzt. So, dann gehen wir erstmal mit der Kleriker-Glocke wieder zurück. So, oder? Roman's Bonfire. Und dann ist eigentlich diese Gegend deswegen eigentlich so ein bisschen uncool, ja, weil ich jetzt gerade mal 10 Minuten recorde. Und Boss ist auch schon erledigt. Ich habe alle Items gelootet. Es sei denn, ihr sagt jetzt nein, hast du nicht. Du hast was vergessen. Kann natürlich sein, keine Ahnung. Wir gucken nochmal hier runter. Wahrscheinlich diese Pappenheimer, die stehen jetzt wieder hier. Ja, das war klar. Aber gut, das macht nichts. Wir können sie ja wieder weghauen. Das ist ja nicht das Thema, ja, indem wir uns hier nochmal aufladen. Wir können auch natürlich nochmal kurz überlegen, ob wir uns nicht noch irgendwie toll verbessern können. Wie gesagt, ein bisschen in Geschicklichkeit würde ich jetzt langsam so gerne reingehen, weil wir mit dem Eisenschloss mittlerweile in die Gegend kommen,
wo das Sinn macht, weil man so ein, dieses Narrenkostüm, ne, die auch dieser Narr, den wir, der Narr, den wir dabei hatten, würde der Bayer sagen, ja, oder der Franz Beckenbauer, würde sagen, ja gut, ja klar, dieser Narr, der hat uns ganz schön beim Boss geholfen, ja, und nein, Quatsch, und dann würden wir jetzt durchaus ein bisschen in Richtung Geschicklichkeit gehen. Es ist auch ein bisschen, um später durchaus, sag ich mal, ihr seht es jetzt nicht, diese typischen Klerikerwaffen, ne? Ich mache so mal so Hochkommata mit meinen Fingern, typischen Klerikerwaffen zu spielen. Also für mich gibt es da irgendwie eher gesagt keine typische Waffe. Für mich ist das einfach frei zu wählen. Jeder wie er mag, wie er Bock hat und was ihm am besten liegt und womit er am liebsten spielt. Und meiner Meinung nach ist sowieso, wie gesagt, also das Large Club ist sowieso mein Favorite. Also das, mir muss erstmal einer eine andere Waffe zeigen, die mehr reinpfeffert als das. Ja, und mit der man, sage ich mal, Gegner besser kontrollieren kann, die wirklich hart sind, ne? Die auch, sage ich mal, ein Schild haben, die mit dem Schild auch wissen umzugehen, die das Schild vor die Nase halten und du erstmal an deren Deckung und allen drum und dran erstmal überhaupt nicht vorbeikommst. Ne? Damit hat man meiner Meinung nach erstmal ganz schön zu knabbern und hat da echt ganz schöne Probleme. Okay. Aber just my two cents. Ne? So. Jetzt ziehen wir uns wieder locker flockig hübsch an. Rüstung, wie gesagt, ist völlig Banane, aber ich finde halt den Style dieser alten Keule oder dass man halt sagt, hier, man nimmt diese zwei Keulen, ne, das, und dann halt diese Farbmischung und so. Also für mich sieht das aus wie ein Kleriker, ich finde es irgendwie cool. Ne? Okidoki, so. Wir gehen mal kurz nach Majula. Und machen wir Folgendes. Wir haben ja das hier alles erledigt, bevor wir jetzt Richtung Eisenschloss uns verkrümeln. Gucken wir mal, ob Großmeister Gilligan, so wie geplant, am Loch in Majula hockt. Weil nämlich, bevor ich die Punkte reinvestiere und mich damit level, schauen wir lieber mal nach, ob der da vorne rumkauert und wir bei ihm auf jeden Fall Sachen kaufen können, sprich also auch eine Leiter, beziehungsweise drei Leitern, um die verschiedenen Stufen zu erreichen. Jawohl, da hockt er schon. Das heißt, das ist eigentlich der richtige Abschluss für dieses Level. Nicht ins Eisenschloss latschen und euch zeigen, wo das Bonfire ist, sondern hier, Gilligan, mit dem zu reden. Weil eigentlich ist auch dann eher das Loch hier, da runter, da geht es dann eigentlich eher weiter. Aber bin ich da schon mal runtergesprungen? Habe ich was geludet? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube nicht. Nee, da liegt noch alles. Hervorragend. Okay, quatsch mal mit ihm. Wait. You found your way out too. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. All right. What do you want? I have everything you need. So, gucken wir nochmal hier rein, was der uns anbietet. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass manche Sachen hier, seht ihr es? Zum Beispiel hier, diese Miniaturleiter, die ist hier wesentlich teurer. Was heißt wesentlich? Ich glaube, gute 1600. Ist jetzt nicht die Welt. Und das hier ist leider auch teurer geworden. Also man hätte durchaus in der Ehrenspitze, wenn man hätte was kaufen wollen, dann hätte man es da machen sollen, hätte man halt bares Geld gespart. Aber gut, ist egal. Wer es nicht gemacht hat und diesen Walkthrough verfolgt, hier mal ein Glumor-Tipp, eine halbe Stunde zu spät. Chance verpasst, ja. Okay, dann machen wir mal. Leiter aufstellen. You must have lost your marbles. Fine, I'm happy to be of service. You need a ladder then, sure enough. But you'll have to show some generosity. Okay. Also, man sollte eben, finde ich, alle drei Beträge bezahlen. Je kleiner der Betrag, desto kürzer die Leiter, ist klar. Und desto weniger tief kann man runter. Das heißt, man fängt einfach mal mit den 500 an. You just don't get it, do you? Fine then. Now it's my turn.
This ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Also, das Geile ist, die Leiter war wirklich also 3 Meter lang oder so. Viel geht da nicht. Okay, stellen wir die nächste auf. But if you want my help, you'll need to make me an offer. A very reasonable offer. Just you wait. Gut. Das wird jetzt ein und dieselbe Animation sein. Beziehungsweise dürfte eigentlich nicht. Ne? Also die geht ja schon fast bis runter ins Loch. This ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Ich frage mich gerade, ob die Entwickler vom Film Sparta beeinflusst worden, dass sie sich für so ein Loch hier entschieden haben. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ne, wo hier der Gesandte des Persischen Reiches von Xerxes sozusagen hier mit den Totenschädeln anderer Könige bei Leonidas einfällt, ja, in Sparta, ja, und dann die an diesen Brunnen gehen, ja, und der sich nur umdreht, ja, so quasi sich das Okay von seiner Frau holt. Übrigens hier der Tipp an alle Männer, holt euch das Okay von euren Frauen. Ja, ohne dieses Okay gibt es nur Ärger. Also richtigen Ärger. Ja, falls ein paar ältere Herren hier jetzt zugucken, ihr wisst, was ich meine, die Jüngeren, ihr werdet mich verstehen in 20 Jahren. Dann werdet ihr sagen, Mensch, hier, damals habe ich Gloomhot geguckt, der hat einfach recht. Ja, so. Und dann nickt die doch so, ja, und dann, das ist Sparta! Das ist so ein geiler Film, ja, ich meine, ich liebe ihn, ich könnte ihn echt, vielleicht haue ich mir nach der Folge noch rein, keine Ahnung, ich muss heute Abend sowieso noch irgendwie mal ein bisschen was gucken, um den Kopf freizukriegen. Wir lassen ihn mal den nächsten Leiter aufstellen. Das ist okay, aber wenn du meine Hilfe willst, musst du mir ein Angebot machen. Das ist du. Well, really, a very generous offer indeed, especially from you. I get such a warm feeling inside when I get the chance to help others. Wow. Sorry, bin schon am Gähnen. Wird Zeit für einen Gloomhot ins Bett zu gehen. Ja, das ist doch mal eine Leiter. Warum denn nicht gleich so? Hey, this ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. Okay. Mehr hat nicht. Here you are, my friend. You can have these, eh? It's a little bonus, you know, for your big purchase. So, eine kleine Waffe gekriegt. Don't look so glum. I'm trying to be nice here. You're hopeless, I tell you. Und wir haben eine neue Trophäe. Baba. Sehr gut. Das wird natürlich in den Comments, nee Quatsch, in der Videobeschreibung natürlich vermerkt, dass man hier eine Trophäe gefunden hat. Sehr gut. So. Gut. Wir machen jetzt Folgendes. Wie gesagt, hier geht's jetzt runter demnächst. Also ihr seht, wo die langen Leitern sind, ne? Also das hier, die in der Mitte ist quasi die kürzeste. Da könnt ihr gerade so, um halt den Absprung da runter zu schaffen und zu überleben, machen. Hier drüben könnt ihr wesentlich tiefer runter. Da auch.
Das gucken wir uns dann noch an. Ich würde sagen, das wird höchstwahrscheinlich das nächste Gebiet sein, was ich besuche. Das muss ich mir dann wirklich nochmal angucken, weil der Abstieg darunter, das kann ein kleiner Krampf sein. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal drauf vorbereiten. Ich gucke nochmal hier eine Seele zu futtern. Die Bosshälen momentan, die packe ich nicht so wirklich an, weil ich nochmal nachlesen will, welche tatsächlich wir brauchen, um mit der Platin hier nicht in Gefahr zu kommen. Wobei in Gefahr kommt man eigentlich nie, weil es gibt ja diese Asketenleuchtfeuer und man kann ja sowieso jede Seele grundsätzlich sich ohne Probleme, selbst wenn man jetzt nicht ins NG Plus reingeht, trotzdem immer wieder besorgen. Wie diese ganzen Mechaniken funktionieren, machen wir alles noch. Versprochen. Ja. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, 14.461. Wir fragen hier nochmal nach, was noch geht. Naja, einzigen Geschicklichkeit. Besser wie nix. Okay, so. Ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall jetzt das Bonfire. Noch bevor wir die Folge hier beenden. Im Eisenschloss. Da gehen wir nochmal kurz rein. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Man könnte es jetzt schon machen, glaube ich. Ja, doch, könnte man auf jeden Fall schon. Also man könnte da jetzt auch weitermachen. Würde ich aber erstmal nicht tun, weil, wie gesagt, das zu einem späteren Zeitpunkt etwas empfehlenswerter ist, wenn man ein bisschen fitter, bereiter ist. Das Loch ist erstmal eigentlich genau das Richtige, bis ganz, ganz runter, damit man dann auch gewisse Dinge nochmal findet und sich freischaltet, so dass man, wenn man ins Eisenschloss reingeht, gestärkt als Kleriker reinkommt, weil dann findet man auch den großen Blitzspeer, wenn man das und mit dem Loch alles erledigt hat. Wenn man das gemacht hat und mit dem großen Blitzspeer dann in das Eisenschloss reingeht, dann ist das ein hervorragender Farmspot. Da kann man farmen, bis der Arzt kommt. Da winken circa, sag ich mal, 200.000 Seelen. Dann hat man das alles schön leer gemacht und kann dann wirklich sich super vorbereiten für den restlichen Werdegang. Und deswegen wird das so auch der Plan sein und den möchte ich jetzt einfach erstmal beibehalten. Okay. Wir machen hier den Sprung runter. Am besten so, dass man nicht beide erwischt, weil dann pullt man tatsächlich nur den einen. Das war nämlich der Fehler vorhin, den ich gemacht hatte, dass ich durch beide durchgeballert habe. Das finde ich interessant hier an dieser Stelle, dass es reicht, nur den einen anzuballern. So. Weil jetzt hat man hier die Tür freigeschaufelt und jetzt kann man sich hier durchbewegen. Und ignoriert jetzt einfach mal die anderen da drüben, die da jetzt rumballern. Das ist für uns irrelevant. Wir wollen jetzt Richtung Eisenschloss einfach eine Runde. Und deswegen machen wir uns hier ganz locker flockig auf den Weg. Lala. Und zwar müssen wir da hoch. Hier gibt es momentan nichts, was man sich unbedingt aneignen müsste. Also rein hier. Und hoch geht's. Ja, hervorragend. Also ich habe durch meine ganze Laberei, habe ich es wirklich geschafft, aus einem 10-Minuten-Video mittlerweile ein 25-Minuten-Video zu machen. Das nenne ich mal Talent. Oh Mann, ja. Ich muss jetzt sowieso mal so ein bisschen nochmal in eigener Sache anmerken. Ich bin wirklich, ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr genervt. Ich bin momentan nicht 100% frei im Kopf. Deswegen auch die lange oder die etwas längere Pause aufzunehmen, aber ich wollte dann trotzdem auch mal wieder was machen, um einfach auch mal für euch mal wieder was zu liefern, damit ihr auch wieder auch mal was zum Gucken habt. Mein Hund ist sehr, sehr schwer erkrankt. Das ist aber im Alter von 16 Jahren, so alt ist sie mittlerweile, die Gute, auch nicht mehr wirklich, ja, wie soll ich sagen, also ich. Jetzt, wenn ich davon anfange zu reden, dann kämpfe ich mit mir selber, weil momentan mich das mit sehr viel Traurigkeit erfüllt. Es geht der Kleinen sehr, sehr schlecht. Ist jetzt nichts, wo man sagen kann, sie hat jetzt Schmerzen und man sollte auch ihr Leben beenden. Darum geht es momentan nicht.
Sie ist halt alt mit 16 und schwer krank dadurch geworden. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut, also sie ist definitiv schmerzfrei. Ich würde definitiv ein Tier nicht quälen, wenn es nicht so wäre. Ich bin in guten Kontakt zu meiner Tierärztin und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich da momentan noch so ein bisschen durchhänge und vielleicht hier und da den einen oder anderen Tag mal brauche, um mich zu sammeln, weil es ist momentan Betreuung rund um die Uhr mehr oder weniger. Und ja, ich weiß nicht. Wollte es irgendwie mal sagen, loswerden. Danke fürs Zuhören. Okay. Setzen wir uns hier ans Leuchtfeuer. Leuchtfeuer ist entzündet, das heißt, das Eisenschloss haben wir jetzt auch mit freigeschaltet. Hier wird es spannend sein. Man findet überall hier so Items in so glühender Lava. Da wird man ein bisschen tricksen müssen, um an diese Items ranzukommen. Das werden wir in den nächsten Folgen definitiv durchnehmen. Ich würde erstmal sagen, ich mache mich mal wieder zurück nach Majula. Wobei ich durchaus ja für Macduff, unseren Schmied, ja durchaus auch was er speeden könnte. Nein. Oh, Bäuerchen, Entschuldigung. Speeden wollen wir nicht. Wir gehen nach Majula nochmal. Und da parken wir uns erstmal. Ich sage auf jeden Fall danke erstmal fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr alle dabei wart. Wie gesagt, lasst die Lautsprecher an, eure Frauen wollen zuhören. Warum kann ich euch nicht erklären? Das müsst ihr eure Frauen fragen. Wie hat der eine gesagt, seine Frau hätte gemeint, ich hätte eine sehr ruhige, also angenehme Stimme, da kann sie hervorragend bei einpennen. Okay, in diesem Sinne, euer Glumord, ich wünsche euch noch einen schönen Restmuttertag und an alle Mütter da draußen, das war euer Tag. Happy Muttertag, was auch immer. Ich wünsche euch eine gute Nacht, bye bye und ich bleibe am Ball und werde versuchen, euch schnellstmöglich wieder was zu liefern, ne? Also macht's gut, danke, ciao.